Gaming. It's time for the Master System. Call Maniac. Enjoy my channel and have fun. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge Zock mal wieder. Ich bin der Tomaniac und heute schaue ich mir fürs Master System an Black Belt, gezockt über den Master System Converter auf meinem Mega Drive und gecaptured mit FrameMeister und also über FrameMeister und Ava Media Game Capture 2 HD. So, genug der technischen Erklärung. Ja, bei Black Belt handelt es sich um einen Sidescroller Beat'em Up im Stile von Kung Fu Master, werdet ihr gleich sehen, und zwischendurch hat so Bosskämpfe, so wie das da hier. Und ich spiele mal ein kleines Ründchen und wahrscheinlich bin ich da total schlecht drin, wie sonst auch immer. So, und wir starten das mal. Push One Play, was? So, Chapter 1, Player 1. Drei Leben hat man, die sind wahrscheinlich schnell vorbei. Und so sieht das Ganze aus. Aha, ich kann schlagen und ich kann treten. Und das Ganze ist hier wirklich so, man sieht das hier, ne? So wie Kung Fu Master. Die kommen mir wirklich in rauen Mengen. Achso, springen kann man, glaube ich, auch irgendwie noch, denn da oben flog so ein Symbol rum. Man kann so verschiedene Sachen einsammeln, die einem bestimmte Extras bringen. Power-Ups mehr oder weniger. Also ich glaube, zwischendurch fliegen da Sushi-Rollen rum oder so, die geben wieder neue Energie. Aber ich komme da oben nicht dran irgendwie. Da kann ich irgendwie noch höher springen. Ah! What the f... Ja, das erinnert wirklich irgendwie so an Kung Fu Master und ist spaßig. Aber ich bin, glaube ich, gerade ziemlich schlecht. Kann ich irgendwie hier was fernkampfmäßig? Sieht aus, als ob ich hier mal irgendwas werfe. Wahrscheinlich... Ah, ich komme da nicht hoch. Ich wollte das da eingesammelt haben. Das hat aber irgendwie nicht gefunzt. Also auf jeden Fall, es hat wirklich starke Anleihen, ne? Wie man da sieht. Die Gegner zerfetzen in 1000 Stücke. Splatter. Ist das jugendfrei? Ich bin mir da nicht so sicher. Die Tritte sind echt absolut tödlich. Ich zerfetze meine Gegner mit jedem Kick. Bam, bam, bash. Scheiße. Ich glaube, ich... Kann ich nicht schräg auch springen? Wie werde ich denn gegen den fertig? Wahrscheinlich gar nicht. Okay, schon einmal einen auf den Sack. Na toll. Kann ich da eine kurze Pause machen mit Saufen? Geh weg! Also man sieht zwischendurch, treten so Zwischengegner auf. Die erinnern einen so ein bisschen wieder an... Jia Kung Fu. Meine Güte, jetzt muss ich aber lange überlegen. Also sehr cooles Game, muss ich sagen. Ach hier, das lose Modul für einen Fünfer abgegriffen. Mann! OVP ist das dann, hätte es irgendwie bei dem Retro Game Shop 15 gekostet. Oh, kann ich nicht diagonal springen und... Ich bin dem auf den Kopf gesprungen. Ja, ich habe ihn zerfetzt. Bonuspunkte. Ja, im Grunde geht es hier wirklich drum. Points. Es ist eine reine Highscore-Jagd hier, dieses Game. Also ein Zwei-Spieler-Modus geht auch. Ich weiß nicht, ob es irgendwie dann Koop ist. Oder nacheinander. Ich komme nicht einmal dahin, irgendwas einzusammeln, was da oben lang fliegt. Ganz geil. Da muss man es eben mit haushaltsüblichen Mitteln machen. Was bist du denn für einer? Zerfetzt! Den habe ich besser hingekriegt als den ersten. Nice! Ich komme da oben doch nicht dran. Wie kann ich denn so hochspringen? Oh, geht weg.
schaff's nicht. Ich kann nicht so hoch. Ich weiß nicht, wie man so hoch springt. Ich verliere nur schön wieder meine Lifebar. Ah, wenn man in die Hocke geht, dann kann man anschließend höher springen. Boah, hier geht's ab. Also das habe ich jetzt kapiert. Aber die Chance, da mal irgendwie Luft zu haben, um höher springen zu können, die geht ja auch gegen Null, wa? Boah, Fettwanst. Wenn ich jetzt wüsste, wie man dem vernünftig beikommt. Ich habe das Gefühl, ich treffe den überhaupt nicht. Doch, man sieht da Trefferzone. Boah, kann es sein, dass... Nein! Kann das sein, dass das Arsch knapp war? Und auch hier Arsch knapp wird... Ah! Oh, es ist ja bitterschwer, ey. Nicht wieder von vorne. Oh Mann. Ich ahne es. Es sieht so aus, als müsste ich wieder von vorne anfangen. Chapter 1. Oh, was kommt jetzt? Doch nicht. Mit was für einer Methode kommt man dir denn wohl bei? Im Moment sehe ich ja richtig Land. Gar nicht. Ich krieg's aber auch nicht hin, wieder hier irgendwie mal schräg zu springen. Witzig ist noch, dass mein Sprite hier größer ist irgendwie. Kann das sein? Ich versuch's mal mit unten bleiben. Gucken, ob das eine gute Idee ist. Anscheinend nicht. Wenn es jetzt ein bisschen was, kriege ich da hin. Nee. Na. No chance. Game over. Aber sehr cooles Game. Macht Spaß. Und weil es so ist, mache ich noch eine Runde. Ich hoffe, ihr seid dabei. Weil das Game ist so cool. Aber 3 Leben sind schon ein bisschen mager, ne? Na gut. Probieren wir es also nochmal. Oh, ey, hör mal! Nee. Aber das ist tatsächlich so. Man muss in die Hocke gehen und dann hoch. Dann springt man hoch. Und dann kann man diese Symbole, die rumfliegen, auch erwischen. Und dann kriegt man vielleicht auch irgendwie wieder ein bisschen Energie. So. Ja, aber tatsächlich, meine Energie hat sich wieder aufgefüllt. No. No. Oh. Mann, geh kaputt. Du nicht, ich. Mäh. Fetz. Macht Spaß. Also dieser Side-Scroller-Abschnitt macht auf jeden Fall Laune. Aber vorhin da, den dicken Gegner... Den fand ich doch irgendwie mächtig heftig. Pam, pam, pam. Ich zeig's euch. Immer rein in Gesicht. Okay. Immer. Ja, kann sein, dass ich den gerade irgendwie so gar nicht treffe. Nee. Männer. Ich, nicht du. Ey. Nee, umgekehrt. Du, nicht ich. Oh, fuck. Warum ist das so gemein schwer, ey? Aber es macht Spaß. Das muss ich sagen. Es ist sehr launig hier. Sehr spaßig, das Game. Spaßig. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuschauen wie ich hier beim Verkacken. Scheiße, verpasst. Und dafür verpasse ich euch jetzt auch eine. Ein oder zwei, vielleicht auch 3. Backenfutter hier. Yeah. 1,50 Euro die Portion. Ich hoffe, die macht satt. Ja,
so satt, dass sie glatt explodieren. Boah, ich bin so mächtig. Und gleich bin ich mächtig am Arsch. Ich sehe das schon. Ich komme wohl nicht ran. Die sterben! No. Sollte ich jetzt bei dem Penner hier schon vergeigen? Gerade rechtzeitig aus der Luft gefischt, statt Futter. Die Frühlingsrolle, oder was das war. Bam, bam. Bam, bash. Boah! No. Huiuiuiui. Da muss man aber ein gutes Timing haben mit dem Springen. Beziehungsweise man muss die Gelegenheit kriegen, springen zu können. Ich finde das Game total spaßig. Das macht echt voll Laune. Was kommt jetzt? Ach du schon wieder. Den fand ich vorhin einfacher, aber das muss jetzt nichts heißen. Ich hab das Gefühl, in dieser Runde stelle ich mich schlimmer an als vorhin. Oh. Nein! Oh. Ey, bei einem kläglichen Versuch an diese Dinger zu springen, doch. Beinahe gescheitert. Sterb, du auch. Und tschüss, auf Wiedersehen. Tschö mit Ö. War nett, dich kennengelernt zu haben. Danke für das Gespräch. Komm, nimm zwei. What? Ach, der war ja auch noch da. Pam, 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 pam. Ja, ey, was war das Geiles? Boom. Zack, bang. So. Ich weiß gar nicht, ob es hier eine Highscore-Tabelle gibt. Oh, jetzt wird es wieder bitter ernst. Ich krieg wieder nichts gerissen. Ich habe das Gefühl, ich treffe überhaupt nichts, ey. Und wenn ich mal treffe, dann kriege ich direkt auch die Retourkutsche. Ja, boah, ey. Da siehst du überhaupt kein Land bei dem Vieh. Das gibt's ja gar nicht. Kommt man der denn jetzt bei? Kann mir das mal einer verraten, ne? Ich glaube, das Einzige, was man wirklich hier schafft, ist im Sprung irgendwie. Zumindest habe ich so am meisten der jetzt abgezogen. Aber ich würde so gerne das schaffen und gucken, was danach kommt. Aber ich habe so das ungute Gefühl, dass das nicht passieren wird. Ja, vor allem, wenn man sich da wieder so dämlich anstellt. Ich lande irgendwie überhaupt nicht in der Trefferzone bei der... Na, ich sehe mich gleich schon wieder am Boden. Da passiert nichts. Ich schaff nichts. Na, ich denke, ich habe mich einigermaßen tapfer geschlagen, aber ich komme an dem Ding nicht vorbei. Vielleicht habt ihr eine Taktik und könnt mir sagen, wie man die am besten platt macht. Ohne Trainer natürlich. Ja, habe ich dann wenigstens sowas wie eine Highscore oder so? Gibt's überhaupt eine? Sieht nicht danach aus, oder? Naja, auf jeden Fall. Black Belt. Wirklich nices Game auf dem Master System. Gefällt mir ausgesprochen gut, wobei diese Side-Scroller-Elemente, die machen richtig Fun, aber die Sequenz, die ihr jetzt gerade da seht, dieser Kampf, der ist dagegen mega hart und mega schwer und da brauchst du echt Glück, glaube ich, um das irgendwie zu packen. Wie macht der denn das da in der Demo? Mehr so mit Boxschlägen. Liegt wahrscheinlich gleich trotzdem flach. Kabung! Irgendwas steht da? Aha. Komisch. Ich krieg das nicht so hin, wie der da jetzt in der Demo. Sowas.
Naja, wie gesagt, mir hat es trotzdem Spaß gemacht und ich werde das sicher zwischendurch mal einlegen, um zu gucken, ob ich nicht irgendwann mal an dem Vieh vorbeikomme. Ich hoffe, euch hat es Zuschauen genauso viel Spaß gemacht wie mir das Zocken. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Wenn es heißt, zock mal wieder mit Tomaniac, bleibt mir treu, empfehlt mich weiter, lasst mir ein Like oder ein Abo da. Ciao, bis denne, macht's gut!